Die Wahrnehmung ist ein Spiegel, keine Tatsache. Und das, worauf ich schaue, ist mein Geisteszustand, der sich außen spiegelt. Das ist aus unserer heutigen Lektion 304, Lass meine Welt nicht Christi Sicht verschleiern. Ja, also ich halte das für eine der stärksten und wichtigsten, mächtigsten Stellen im ganzen Kurs, weil in diesen zwei Sätzen eigentlich alles auf den Punkt gebracht wird, ja, was ich brauche, was Jesus mir beibringt hier, was ich lernen soll und lehren soll. Es bringt das Ursache-Wirkungsprinzip hinein, es bringt meine Verantwortung hinein, dass ich kein Opfer bin, sondern voll verantwortlich bin, und es bringt meine Funktion hinein. Eigentlich alles, ne? Die Wahrnehmung ist ein Spiegel, keine Tatsache. Und das, worauf ich schaue, ist mein Geisteszustand, der sich außen spiegelt. Ja, Wahrnehmung gehört ja in den Bereich der Illusion. In der Erkenntnis im Himmel gibt es keine Wahrnehmung mehr. Solange ich wahrnehme, bin ich noch in der Illusion. Ich kann aber falsch wahrnehmen und wahr wahrnehmen. Falsch wahrnehmen tue ich, wenn ich Unfrieden wahrnehme, wenn ich im Konflikt bin. Egal, ob ich diesen Konflikt jetzt in mir sehe oder außen tatsächlich, ja, das ist dasselbe. Denn ich projiziere ja nur, ne? Alles, was ich da außen sehe, es gibt ja nichts außerhalb von mir. Das sagt Jesus immer wieder im Kurs, ne? Die Welt, die ich draußen sehe, ist meine Projektion. Und insofern ist sie natürlich ein Spiegel, denn was ist die Quelle meiner Projektion? Mit wem oder was projiziere ich da? Und wenn ich mit dem Ego projiziere, wenn ich da draußen, wenn ich irgendwo Angst wahrnehme, Krankheit, wenn ich einen Bruder krank sehe, wenn ich Krieg wahrnehme, wenn ich all diese Dinge wahrnehme, und ja, genau als solches wahrnehme und das Ganze so sehe, dann ist meine Quelle das Ego. Wenn ich auf Frieden schaue, egal wohin ich blicke, wenn ich auf Gesundheit schaue, auf geistige Gesundheit, auf das Licht, auf Gott, wenn ich das sehe, dann ist meine Quelle der Heilige Geist. Ja. Und hier haben wir eigentlich unser ganzes Lernen drin, ja. Das Ding ist, dass ich kenne viele Brüder oder auch nicht nur, ja, also nicht nur Kursschüler, sondern auch, sind ja sowieso alle Brüder, aber ich meine jetzt nicht nur Kursschüler, es gibt auch andere spirituelle Menschen, ja, die dieses Problem so lösen, dass sie einfach gar nicht viele Dinge vermeiden. Ne, dass sie gar nicht mehr hinschauen, also zum Beispiel die Nachrichten vermeiden, nie die Nachrichten gucken oder so, ist eine Lösung, ne? Dass das Ego sagt, guck nicht die Nachrichten. Ich sage hier, das ist das Ego, was es sagt. Ja? Ich sage dir auch gleich, warum. Ja? Guck nicht die Nachrichten oder vermeide diese Menschen. Ne? Das ist doch ganz oft, dass man sagt, zum Beispiel, der oder der zieht mich runter, also oder das ist der Ratschlag, der oder der zieht mich runter, also vermeide ihn. Ne? Okay, also Vermeidung ist so der Tipp des Ego. Ne? Bleib in deiner Welt, umgib dich nur mit schönen Dingen und auch mit Menschen, die dir gut tun, und mach nur schöne Dinge, die dir gut tun, und das ist die Lösung. Ne? Okay, ja. Das ist was sehr, sehr Schönes, aber das ist nicht, und ich sage, man sagt ja auch, Jesus sagt ja auch gar nicht, dass du dich nicht mit schönen Dingen umgeben sollst und so weiter und nicht Menschen treffen sollst, die dir gut tun, darum geht es ja gar nicht. Aber worum es wirklich geht, ist, dass Vermeidung nicht die Lösung ist. Denn wir haben eine Funktion und wir haben hier etwas zu lernen. Und was wir zu lernen haben, was wirklich unser Ziel ist, ist die Schau Christi. Wenn ich die nicht übe, kann ich sie nicht lernen. Ja, und wenn ich vermeide, dann kann ich auch nicht segnen. Ne? Wenn ich meine, die und die Menschen ziehen mich runter, ne?
Und ich vermeide sie dann, ohne sie zu segnen, dann nehme ich meine Funktion nicht wahr. Ne? Das Ding ist ja nicht, dass ich jetzt unbedingt mit den Menschen zusammen sein soll oder so, darum geht es nicht. Aber es geht schon darum, nicht zu vermeiden, sondern hinzuschauen und einfach wahrzunehmen und meine Wahrnehmung von dem Heiligen Geist verändern zu lassen, indem ich segne. Ja. Ich kann dann trotzdem natürlich gehen und muss nicht da bleiben. Das ist doch ganz klar. Es geht ja nicht ums Verhalten in dem Sinne, sondern es geht darum, dass ich die Gelegenheiten zur Vergebung, zum Segnen nicht vermeide, indem ich mich selbst in eine behütete Welt hinein bringe. Ja? So, zum Beispiel auch die Nachrichten, ja, es geht ja darum, dass wir unsere Funktion erfüllen. Ich will jetzt gar nicht, wenn du die Nachrichten nicht schaust, dir sagen, schau von jetzt ab Nachrichten. Nein, das will ich gar nicht. Ich möchte einfach nur das Bewusstsein dorthin bringen, dass es darum geht, die Schau Christi zu erlernen. Und dass ich die nicht erlerne durch Vermeidung, sondern indem ich meine falsche Wahrnehmung, ja, indem ich hinschaue und meine falsche Wahrnehmung, das Ego spricht ja immer zuerst, umwandeln lasse durch den Heiligen Geist, indem ich segne. Wenn ich einen Bruder treffe, der krank ist oder der mir etwas erzählt, was er gerade erlebt, was einfach ungut ist in seinem Leben und mir erzählt von seinem Leiden, dann kann ich als stiller Zuhörer innerlich segnen, ja, nicht ihn berichtigen, nicht ihm sagen, ja, wie er das anders handhaben sollte. Das brauche ich gar nicht. Das kann ich, wenn ich vom Heiligen Geist geführt diesen Input kriege. Aber was ich tun kann, ist, ich kann einfach gütig und wohlwollend dabei sein und innerlich segnen und still sein, ne? In der Stille, da geschieht so viel. In der Stille und im Segnen. Ne? Ja, und das ist eben das Ego urteilt und dann vermeidet es. Und ja, und man merkt dann vielleicht gar nicht, dass man eben doch urteilt, wenn man auf gewisse Dinge in der Welt schaut und so das eigene Lernen im gewissen Sinn verhindert. Ne? Aber noch einmal, es geht nicht ums Verhalten, sondern es geht einfach nur darum, aufmerksam zu sein, nicht zu vermeiden, sondern es ist ja so, Jesus hat auch nichts vermieden. Er hat nicht mal seine eigene Kreuzigung vermieden, ja. Wow, hallo, meine Güte, ja. Er hat sie benutzt als um uns eine Botschaft der Liebe zu bringen. Ne? Aber bitte auf keinen Fall falsch verstehen. Bitte, bitte, lass dich nicht mehr kreuzigen. Nein, das ist das Letzte, das ist nicht das, worum es geht, sondern ja, einfach nur in der Welt sein, auf dem Marktplatz sein. Osho sagte das immer so, ja. Be in the world, but not of the world. Also sei in der Welt, aber nicht von der Welt. In der Einleitung zu unseren Übungslektionen steht, deine Funktion wird sein, die Ruhe selber überall hinzubringen, wo sie gebraucht wird. Ja? Das ist deine Funktion. Das ist unsere Funktion. Und wenn wir vermeiden, können wir keine Ruhe bringen. Wenn wir vermeiden, können wir nicht unsere Funktion wahrnehmen, dass wir Frieden in jeden Geist bringen. Und dazu muss ich nicht mal irgendwo hingehen. Es geht ja wirklich um eine geistige Arbeit. Ne? Darum geht es ja wirklich, meinen Geist heilen zu lassen, läutern zu lassen. Ja, lass meine Welt nicht Christi Sicht verschleiern. Ich kann meine heilige Sicht verschleiern, wenn ich ihr meine Welt aufdränge.
Ja, da möchte ich auch noch ein kleines Beispiel bringen, übrigens, was mir gerade einfällt, ja. Buddha, ihr kennt ja vielleicht die meisten von euch die Geschichte von Buddha. Der wurde so aufgebracht in einem Palast und die Anweisung von den Eltern war, er darf die Welt nicht sehen. Er darf den Konflikt nicht sehen, er darf keinen Tod sehen, er darf das alles nicht sehen, keine Krankheit und nichts. Und so ist er aufgewachsen, total behütet, ne? In einer Scheinwelt, das heißt im Grunde in einer weiteren Scheinwelt innerhalb dieser Scheinwelt, ne? Also die Welt an sich ist Illusion und dann nochmal eine Illusion drauf, ja. Ja, und dann eines Tages ist ja Buddha irgendwie doch durchgekommen und durch diesen Zaun, ja, der ihn da, oder durch diese Mauer, irgendwie hat er dann was erblickt und hat plötzlich Krankheit wahrgenommen, Alter wahrgenommen und Tod, ja. Und das hat ihn vollkommen verändert. Und dann ging eigentlich überhaupt erst sein richtiges Leben los. Na, und dann ist er auf die Suche, das war ja für ihn der Beginn seiner ganzen Suche. Was ist der Sinn des Lebens, wenn hier doch alles stirbt? Na, Buddha wäre doch niemals Buddha geworden, wäre er in diesem behüteten Zuhause geblieben, in diesem Palast. Na, wir müssen uns oder dürfen oder müssen oder Jesus bittet uns, in die Welt zu gehen, uns zu stellen, in die Welt gehen. Wir sind die Bringer der Erlösung. Das sind wir nicht, indem wir vermeiden. Wir werden gebraucht. Ich kann meine heilige Sicht verschleiern, wenn ich ihr meine Welt aufdränge. Auch kann ich die heiligen Anblicke nicht sehen, auf welche Christus schaut, es sei denn, es ist seine Schau, die ich anwende. Die Wahrnehmung ist ein Spiegel, keine Tatsache. Und das, worauf ich schaue, ist mein Geisteszustand, der sich außen spiegelt. Ich möchte die Welt segnen, indem ich durch die Augen Christi auf sie schaue. Und ich werde auf die sicheren Zeichen dafür schauen, dass alle meine Sünden mir vergeben worden sind. Ja. Segnen. Es geht ums Segnen. Du führst mich von der Dunkelheit zum Licht, von der Sünde zur Heiligkeit. Lass mich vergeben und also die Erlösung für die Welt empfangen. Sie ist deine Gabe, mein Vater, mir gegeben, um sie deinem heiligen Sohne anzubieten, auf dass er die Erinnerung an dich wiederfinden möge und an deinen Sohn, wie du ihn schufst. Ja, ich habe eine Gabe von meinem Vater erhalten und diese Gabe bittet er mich zu geben. Ja, deswegen muss ich jetzt übrigens auch nicht rausgehen und suchen, diese Situationen suchen aktiv. Ne, das wäre auch wieder ein Missverständnis, sondern nur einfach sie nicht vermeiden, aktiv, sondern okay, ich bin hier und ich bin ein Bringer der Erlösung. Ich bin das Licht der Welt und dieses Licht will ich geben, denn ich will lernen, die Schau Christi, die will ich erlernen. Ich will auf eine Welt schauen, der vergeben ist. Ja. Das will ich.